Egal, wo ich spiele in der Bundesrepublik, da muss ich erst erklären, worum es geht. Heute muss ich diese Nummer nicht erklären. Und zwar, ihr wisst, in Haltern am Rande des Ruhrgebiets gibt es den Silbersee. Die sogenannte Côte d'Azur des Ruhrgebiets. Jeder, der schon mal da war, weiß, das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber es ist auf jeden Fall Wasser und Sand ist da, muss man ganz klar sagen. So, und ich war auf Tournee in der Schweiz gewesen und hatte Ruhrgebiets, wie soll man sagen, Heimweh. Letztes Jahr im Juli. Und ich schwöre euch, dass es war. Ich stand am Silbersee in Haltern. Und da kommen zwei so Spacken an. Alles war gut. Kommen zwei so Ruhrgebietspacken an. Ihr wisst genau, was ich meine. Nee, aber so richtige Checker, weißt du, hier so richtige, die Speedo-Badehose, ja, ist klar, die Marlboro-Kippen drin, verspiegelte Sonnenbrille, gute Laune, aber alles Besten. Und ich schwöre euch, dass genauso passiert ist. Die stehen da am Silbersee in Haltern. Da sagt der eine zum anderen, hör mal, weißt du, was das Geilste hier ist? Überhaupt keine Assis. Ich glaube, ich habe ein bisschen geheult vor Glück. Das war so schön. Und da habe ich gedacht, man muss eine Nummer darüber machen. Ich muss für das Self-Festival Ruhr muss ich eine Nummer darüber machen. Da habe ich die schon überall im Ruhrgebiet und auch drumherum gespielt. Und gerade so in Süddeutschland, die haben gar nicht verstanden, worum es geht. Aber ihr wisst genau, worum es geht. Und es kommen ja jedes Jahr, im Sommer kommen doch diese Berichte in den Magazinen bei RTL, Sat.1, WDR, ARD, ZDF und so über Freibäder in Berlin, Neukölln, wo so 40 Leute Security brauchen, damit sich keiner was auf die Fresse haut. Hamburg, Wilhelmsburg. Und da habe ich gedacht, du musst recherchieren. Und dann bin ich in ein Freibad gegangen und zwar nach Duisburg-Marxloh. Siehst du, und hier wissen alle Bescheid. Das ist eine Gegend, ja, das Monaco des Ruhrgebiets. Wenn du da pünktlich die Miete zahlst, kommen automatisch die Bullen ins Haus. So, und ich habe gedacht, Atze, du musst Recherche betreiben. Jetzt war ich letzten Juli, also vor 5 Wochen, da war es ja auch schon so heiß, bin ich nach Duisburg-Marxloh ins Freibad gegangen. Vorne Eintritt bezahlt, wahrscheinlich als Einziger. Ich denke, hör mal, geh mal gleich ins Zentrum der Macht zum Sprungturm. Bah. Und da standen sie alle. Da stehen die Lappen rum, 120 Mann ums Becken. Aber weißt du, alle eine Hand am warmen Wasserhebel. Hey. Alle hier den Dicken. Ne? Es gibt ja Männer, die können nur einatmen. Der Rest geht oben raus. Hey, Wahnsinn. Ne? Die, also alles so Typen, die kriegten auf Darwins Affenfelsen noch nicht mal ein Tagesvisum. Ich schätze, von denen kann auch keiner schwimmen. Ich denke, komm, Alter, du musst hier ein Zeichen setzen. So nach dem Motto, der neue Sheriff ist in der Stadt. Ich auf den Sprungturm. Jetzt stehe ich da auf dem Einer. Und denk noch, scheiße, ist das hoch. Da kommt so eine Blage von hinten und schubst mich ins Wasser. Bauchplatscher, trotz der Schmerzen, seitlich weggetaucht, den Dicken gemacht. Irgendwann, da kommt schon der Bademeister an. Ey, du Spacko, Seniorenbecken ist da hinten. Hier sind die Bademeister schon so drauf, das gibt's doch wohl gar nicht. Hör mal, ein Bademeister, das war doch früher eine Respektsperson, das darf doch nicht wahr sein. Wenn der Bademeister früher durchs Freibad gegangen ist, ey, da hast du, der hatte Ausstrahlung, Wahnsinn, ne? In der gleichen Geschwindigkeit wie die Omas mit ihren Badekappen. Parallel zum Schwimmerbecken, Polokragen hochgeschlagen, verspiegelte Ray-Ban-Sonnenbrille, Edelstahl-Trillerpfeife, wenn der gepfiffen hat, da hat selbst der weiße Haisitz gemacht. Hätte ich hier, ja. Die Shorts so eng, du konntest vom Zehner aussehen, dass er ein schönes Wochenende hatte. Wahnsinn, aber alles für den Arsch, ne? So, ich schön auf die Familienwiese rüber getrottet. Von der Optik her wie so ein Flüchtlingslager. Nur mehr Lebensmittel. Alle diese riesen Kühltaschen dabei, Vorräte für 3 Monate, Halbzelte und alle am Rauchen. Alle. Die Helmut-Schmidt-Gedächtniswiese. Aber keine Aschenbecher. Ich lege mich in Ruhe auf mein Playboy-Frottee-Handtuch. Neben mir auf der Decke eine typisch Duisburger Familie. Mutti, ja. Quasi Benjamin Blümchen im TCM-Zweiteiler. Starke Raucherin. Von der Frisur her so ein früher Bud Spencer mit 3 Kilo Extensions.
auf dem 60er Oberarm tätowiert. Alle Hauptdarsteller von Game of Thrones. Was mal ein Arschgeweih war, sieht mittlerweile aus wie eine Wanderkarte vom Hochsauerland. Hello Kitty Fußkettchen, aber so dick, dass du da locker einen Dobermann mit erwürgen kannst. Von der Decke aus gibt das Muttertier Anweisung. Charlene! Charlene! Aus dem Schatten raus, Charlene! So wirst du nie rot. Raus da! Wenn du gleich nach der Bude gehst, da holen wir 12er schicke Nuggets. Doppelte Pommes mit Mayo und 2 Currywürste. Und ihr könnt euch auch was mitbringen. Auf der Decke sitzen noch 3 kleine Kinder, die mit der Geburt schon ihre Zukunft hinter sich hatten. Wenn man Schwiegertochter gesucht, jetzt nicht mitrechnet. Das ist klar, das ist klar. Berufswunsch, Bachelor, Sternzeichen, Hartz IV. Ne? So. Aber alles in bester Ordnung. Neben der Decke sitzt Fatty. Ne? Der setzt sich nicht auf eine Decke. Schön auf dem Campingstuhl. Auf seinem schmalen Rücken hat er 2 Flügel tätowiert. Deswegen nenne ich ihn auch Free Eagle. Ja, er macht sich gerade die 8. Dose Oettinger Pilz auf. Er zieht an der Zigarette und sagt, Mutter weiß, was das Geilste ist. Überhaupt keine Assis. Nur die ganzen Kufnuckennerven, weißt du, kommen alle nach Deutschland, wollen unsere deutschen Frauen bumsen. Und du denkst dir aber eine mit Sicherheit nicht, ey. Plötzlich meldet sich das Muttertier wieder. Entschuldigung. Cedric, guck mal hinten, das ist doch der Tristan. Cedric, guck mal, der Tristan, den kennen wir doch vom Kindergarten. Tristan, guck mal hier, willst du auch eine Pommes? Willst du auch eine Cola? Ich darf keine Cola. Der Alte, wieso das denn nicht? Mama sagt, da ist zu viel Zucker drin. Ja, deshalb schmeckt das doch auch so lecker. Mama sagt, da wird man krank von. Was wird man davon? Guck dir mal unseren Cedric an, was das für ein Bello ist. Nicht so ein Wurstsager als wie du, komm mal auch rein, Kollege. Der Kurze isst Pommes, trinkt Cola. Im selben Moment siehst du, wie so eine Öko-Mutti sich von ihrer Decke löst und die 100 Meter bis hierhin in unter 10 Sekunden macht. Tristan, nein, das ist Gift. Die hechtet auf die Decke, haut ihrem Kurzen die Cola aus der Hand, fingert ihm die Pommes aus dem Mund. Ihr könnt doch die Reiswaffeln essen, die ich euch mitgebracht habe. Jetzt tickt der Alte fast durch. Hör mal, Tante Brüsselise, mit deinen Ytong-Zwieback, da kannst du deine eigene Garage trockenlegen. Unsere Kinder kriegen nichts aus dem Baustoffhandel. Wie bitte? Ja, dann hast du schon verstanden. Tristan, komm jetzt bitte sofort, das ist kein Umgang für dich. Mama, ich will aber Pommes. Tristan, du kommst jetzt sofort und Cola. Tristan, du kommst jetzt, Mama, ich will Pommes und Cola. Du kommst jetzt sofort. Sie zieht die um sich tretende Spuckratte über die Wiese hinter sich her. Du bist eine Scheißmama, du bist eine Scheißmama. Ich hasse dich, du bist eine Scheißmama. Super Mutti flippt aus, schmiert ihrem Kurzen eine, dass die Reiswaffeln nur so durch die Gegend fliegen. Der Alte sieht hat, macht sich die 9. Dose Oettinger auf, fluppert an und sagt, weißt du was, Mutter? Dann soll man dem Jugendamt melden. Es ist der Wahnsinn. Leute, aber wisst ihr was? Manchmal beneide ich solche Leute, weil die machen sich nicht so einen Kopf wie wir. Die denken noch morgen nur, fahren wir noch mal ins Freibad oder zum Kanal. Unser einer macht sich Sorgen. Ne? Guck mal, habe ich das richtige Auto, die richtige Uhr, das richtige Handy? Ne? Passt alles? Bin ich richtig angezogen? Das interessiert die gar nicht. Und das ist auch richtig so. Man setzt sich doch immer viel zu sehr unter Druck. Guck mal, der Volksmund sagt doch, wer angibt, hat mehr vom Leben. Und das stimmt auch. Hey, du musst doch gar kein dickes Auto fahren. Tu doch einfach so. Auf einer Party. Einer kommt mit dem Porsche, der andere mit dem Ferrari. Du sagst, ich habe einen Lamborghini. Ja, wo ist er denn? Steht in der Garage, ich will heute saufen. Wer hat das dickste Auto? Du, natürlich, ist doch klar. Immer einen drauflegen. Es gibt ja immer die Leute, die haben das neueste Handy schon, bevor das rauskommt. Ich weiß nicht, das aktuelle iPhone ist wahrscheinlich der 10er. Und es gibt ja immer Leute, die haben das schon. Guck mal, und du erkennst sie daran, dass es jedem zeigt. Guck mal, ich hab schon. Und egal, wer mir so ein Ding zeigt, ich sag jedes Mal, oh, hast du noch das alte Modell? Ihr glaubt gar nicht, wie man jemanden beschäftigen kann.
Ich habe original, das stimmt wirklich, ich schwöre, das weiß ich, aber auf Mallorca, damals kam, glaube ich, das 5er iPhone raus, ich hatte noch so ein altes Nokia, da habe ich dem gesagt, guck mal, das ist schon das 7er. Und der hatte so einen Hals, dass er das nicht gesehen hat, vor Wut, dass da Nokia drauf stand. Das ist aber ein sehr kleines Display. Ja, ich sage, Holographie, das kommt erst noch. Ja. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren demnächst. Das macht einen unheimlichen Spaß. Aber richtig drauflegen. Und du musst immer eine Antwort mehr haben. Auch bei Wein zum Beispiel. Wein, da machen sich da auch alle einen fertig. Wenn dir irgendwo so ein toller Wein angeboten wird, was weiß ich, Flasche 150 Euro, dann sagst du ab jetzt, sagst du, sorry, ich trinke keinen Industriewein. Da bist du der Star. Dann bestellst du, wenn der Kellner kommt, bestellst du Fanta Korn. Immer schön einen drauflegen, gerade bei Wein. Bei Wein, du kannst doch alles sagen, bei Wein ist doch alles erlaubt. Ja, nimmst einen Schluck, selbst wenn er gut schmeckt, ausspucken, pff, der möpselt. Weiß keiner, was Möpseln ist. Wenn der andere fragt, was ist der Möpsel, sagst du noch mal lauter, der möpselt! Merkst du das nicht? Erst habe ich gedacht, er zieht, dann hat er geschoben, dann rechts überholt, aber er möpselt. Ende der Diskussion, herrlich. Ne? Guck mal, oder auch bei Gin Tonic ist da mittlerweile auch so. Es wird ein Geschiss gemacht um Gin Tonic. Ey, Gin Tonic, früher war das arme Leute-Getränk. Unsere Oma hat nach dem Essen immer ein Wasserglas Gin getrunken, damit die pennen konnte. Ne? Da kam eine Gurke rein, ein bisschen Tonic, Eis, fertig war Gin Tonic. Heutzutage, was da ein Geschiss, was da reinkommt. Du stehst auf der Party, Thymian, Salbei, Rosmarin. Da ist so ein ganzer Strauch. Du kriegst von der Party gar nichts mit, weil du hinterm Strauch stehst. Ne? Kommst dir vor wie so ein Triebtäter. Der ist Wahnsinn, der ist immer einen. Na bitte, ihr wisst, worum es geht. Hör mal, mein bester Kumpel sagte mir letztes Jahr vor Weihnachten, ich habe einen super Gürtel gekauft. Das ist jetzt mein letztes Beispiel. Ne? Ich habe einen super Gürtel gekauft für meine Perle. Ich bin dieses Jahr, ich sage, was hast du denn gekauft? Ja, ich habe was gekauft von Hermes. Ich sage, was Hermes, die kommen bei uns jeden Tag. Hey, die bringen die Pakete. Nein, ermessen Gürtel gekauft. Ihr habt ermessen Gürtel gekauft. Ich habe einen Gürtel gekauft für 600 Euro. Ich wusste nicht, dass es Gürtel für unter 600 Euro gibt. Fertig aus, natürlich. Das ist ja, ja.